Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Probier TV. Mein Name ist Martin und bei mir ist der Günther von der Schneiderweißen. Servus, Günther. Servus, Martin, grüß dich. Günther, du bist nicht mit leeren Händen hier, sondern du gehst auch mit vollen Händen nach Hause. Ihr habt heute einen Preis von der Biertasting-App gewonnen. Für welches Bier? Ja, ich freue mich. Das ist unser Spezialbier eigentlich mit dem TAPX Nelson Sauvin am Preis gewonnen hat. Bei dieser Auszeichnung ist für uns eine tolle Sache. Ihr seid eine klassische Weißbierbrauerei, insofern habt ihr auch in der Kategorie Weißbiere gewonnen. Aber was ist das Besondere an dem Tab X? Ja, wir kommen mit diesem Bier eigentlich ein bisschen aus der Range von Weißbier heraus, weil es ein bisschen mehr Hopfengabe hat und somit eigentlich am Hopfen orientiert ist. Und welcher Hopfen das ist, das gibt der Name her, ist der Nelson Sauvin. Was macht der Hopfen, der Nelson Sauvin, mit dem Weißbier? Der gibt uns eine wunderbare fruchtige Note in der Nase, was die Leute auch lieben, ja, und hinterher einen schönen trockenen Abgang. Das heißt einfach ein wunderbar schönes Bier als Aperitif und ja, ein bisschen aus der Norm zu einem klassischen Weißbier. Aber und ihr macht das ja sehr, sehr viel, dass ihr mit dem Weißbier herumexperimentiert. ist das was, wo man sagt, zu diesem klassischen Weißbiertrinker, der sagt, na, ich will mal eine Hefeweizen haben und ich meine, das Original ist ja auch wirklich ein tolles Hefeweißbier, was ihr habt. Aber kann man den mit sowas dann auch locken oder ist das tatsächlich schon so ein Spezialsegment, wo auch der Trinker sehr speziell sein muss? Ja, also natürlich muss man viel Vorarbeit leisten dafür und den klassischen Weißbiertrinker werden wir damit vielleicht nur schwer überzeugen können, aber ich glaube, dass einfach unser Reinheitsgebot mit den vier Materien, die wir verwenden, ganz viele Möglichkeiten bietet. Ja. Und hier mit diesem Aromahopfen einfach eine tolle Sache in die Fruchtigkeit und in den trockenen Abgang hier bietet. Ja? Also ich weiß, dass es von der Schneiderweißen sehr viele Fans gibt. Die Community, die ist immer wieder sehr heiß drauf zu sehen, was ihr für Neuigkeiten oder was ihr mal als Jahrgangsbier rausbringt. Ich sage nochmal, herzliche Gratulation und zu Recht, glaube ich, Schneiderweißen bei der Biertasting-App mit dem Tab X, so wie auf dem Stocker gelandet. Dankeschön für euer Rating. Vielen Dank. Ja, ist ja Publikumswahl, aber ja? Insofern muss man sagen, danke, ihr seid dran schuld.